Da bin ich jetzt mal gespannt. Muss nicht zu schnell laufen erstmal. Muss ich wahrscheinlich jetzt erst tun. Ups. Ah, guck, jetzt sehe ich es. Ja, ich habe es gerade gesehen. Das Loch kommt erst hier. Okay. Oh, jetzt bin ich schon wieder darauf reingefallen. Erneut starten und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Und drück. Und buch. Hüpf. 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 Drück. Und mach dich weg. Und zurücklaufen. Um da oben hinzukommen. Gut. Glaube ich. Ups. Okay, nochmal ganz entspannt. Erster Hüpfer. Zweiter Hüpfer. Dritter Hüpfer. Vierter Hüpfer. Und Schalter drücken. Und gelöscht. Schöne Lichtspielchen in diesem wunderbaren Spiel, das da heißt Black the End. Jetzt wo das gelöscht ist. So, das andere Ding da auch gelöscht, ne? Nein, ist es nicht. Hier wieder runter. Okay, da ist wirklich ein Podest. Wo fährt das mich hin? Nee. Aber ich würde gerne noch sehen, was in der anderen Richtung ist. Und dabei trinke ich sogar noch ein Schluck Wasser. Naja. Okay, links ist nichts. Der Feuerlöscher löscht. Und ich springe da drüben hin, wo es Licht ist. Ich sollte Kopfhörer tragen. Ein bisschen zu dunkel hier.
Ich sehe genauso wenig. Da stand ich genau in der Mitte. Nein, nochmal von vorne. Oh. Wenn man wenigstens das rote Licht sehen würde. Es kommt wieder Licht. Gut. Okay, da musste man echt nur hören. Und wir sind draußen. Aus diesem Riesenkomplex, da fällt das Wasser runter. Das gefällt mir. Okay, die Gegend sieht sehr trübe aus, aber es ist immer noch gut gemacht. Das sollte kein Doppelsprung werden, aber lass ich mal durchgehen. Ich muss weg aus dieser Hölle. Großes, schweres. Und hier kocht das. In diesem wunderschönen Spiel namens Black the Fall. Wo war das? Nicht Black the Wall. Okay, der fährt da spazieren. Dass er mich noch sieht. Schönes Gebäude und ein Floß. Na dann, Leine los. Oder geht das nur bis hier hin? Erschreckt mich doch nicht so. Noch nicht mal in dem Wasser stehen. Okay. Okay, ich muss springen. Ich kann hier hoch, oder? Wie lange bleibt er da wohl stehen? Du siehst mich hier nicht, oder? Scheinbar nicht. Ich wollte mich doch hinhocken, damit der mich nicht sieht. Okay. Ich dachte, vielleicht muss ich ja das Floß da irgendwie runterschubsen.
Das scheint nicht der Fall zu sein. Er guckt einmal nach rechts, einmal nach links, dann wieder nach rechts. Und wieder nach links. Dann geht er über die Straße. Okay, er guckt nochmal nach rechts, weil man weiß ja nie, es sind ja Pinneberger unterwegs. Jetzt schießt er gleich. Nein, tut er nicht. Ja, mach doch Blödsinn. Anstatt dich hinzuhocken, spring doch runter. Warum auch nicht? Okay, ein zweites Mal komme ich da nicht drauf. Muss auch irgendwie das Floß da durchkriegen. Wie soll ich denn da rüberkommen? Will mir noch nicht einleuchten. Ja. Komm. Okay, ich hatte Hoffnung, dass er mich da vielleicht nicht sieht. Warten wir es nochmal kurz ab. Er guckt hierher. Er guckt weg. Spring da hoch. Er geht weg. Wieder hierher und sieht mich. Ich. Okay. Jetzt geht er weg, oder? Was mache ich jetzt? Ins Wasser springen bringt mir nichts. Immer wieder hier runter. Hier kann ich auch nichts tun, oder? Dass ich hier irgendwas übersehen habe irgendwo. Nach oben gehen geht nicht, nach unten gehen geht nicht. Hier hoch geht. Da hoch geht. Nach ganz oben geht. Okay. Ist da ganz vorne und schwupps. Kriegt er auch mehr Schwung. Alles klar, ups. Und weg. Oh, ein Hühnchen. Das heißt, hier wohnen Leute, wenn hier Hühnchen sind. Und okay, hier wohnten Leute. Wenn hier Hühnchen sind, würde ich ja gern befreien. Geht das?
Nee, scheinbar nicht. Naja. Oh. Okay, das hat besser geklappt, als ich gehofft habe. Jetzt guckt er wieder zu hier. Nicht rüber. Ja, war klar. Gut, dann warte ich mal kurz, bis er weg ist. Und er keine Lust mehr hat. Er weiß auch nicht, wie er sonst durch die Tür kommt. Also müsste er gleich weggehen. Ja. Und da kriegt man dann schon wieder einen Krieg. Aber ich kann eine Fähre holen anscheinend. Und mir diesen Turm genauer ansehen, der irgendwie viel zu hoch ist und ich kann irgendwie nicht hochgucken. Naja, jetzt kommt erstmal die Fähre. Auf der Menschen hängen. Ah, super. Okay. Ich hab's vorher nicht drauf. Hm. Ist nicht deren Ernst. Nochmal. Muss ich den Laserstrahl da ganz präzise ein bisschen weiter runtersetzen, damit der die ganze Zeit agiert. Das wäre ja uncool. Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Handschuh da drauf zeigen. Ich versuche einfach mal, ohne den Handschuh mitzunehmen. Wird schon klappen. Dann hänge ich mich da zu den anderen hin und tue so, als wäre ich tot. Dann kommen die nicht auf den Trichter und denken, ich würde noch leben. Auch wenn ich... Okay, das wird nichts, was ich vorhatte. Oder fährt das Schiff doch komplett weiter? Nö. Was? Ach komm. Der Laser hält auch nur die gewisse Distanz aus. Okay. Was eigentlich für ein Auto? Doch, kann ein Transporter. Dann versuche ich es mal mit mitnehmen.